Hiermit bringt ihr eure Gäste ganz sicher zum Staunen. Das war die leckerste Vorspeise, die ich gestern gemacht habe für meine Gäste. Und ihr braucht dazu einfach nur 2 Packungen Blätterteig, die ihr in einer 26 cm Durchmesserform ausschneidet. Und dann bereitet ihr auch schon das Pesto vor. Dazu nehmt ihr Cashewkerne, Rucola, Olivenöl und eine kleine Zehe Knoblauch und macht das Ganze klein. Der Frischkäse kommt natürlich vorher drauf und dann das Pesto. Dann noch ein wenig Schinken und zum Schluss etwas Käse. Und zu guter Letzt kommt die zweite Scheibe von dem Blätterteig drauf. Das drückt ihr an allen Seiten schön fest, damit die Sache nicht auseinanderläuft, und schneidet es von allen Seiten, sodass insgesamt 16 Stücke rauskommen. Die dreht ihr dann zweimal in eine Richtung, alle die gleiche Richtung natürlich, und bestreicht sie dann mit Eigelb-Milchgemisch. Und vom restlichen Blätterteig habe ich ein paar Sterne ausgestochen und die dann dekorativ darauf gelegt. Und da noch mehr übrig war, wurde das gleich mitgebacken. Ja, die kleinen Sterne für 10 Minuten, der Rest 20 Minuten in den Backofen und schon seid ihr fertig.